Kyocera. Wir laufen länger. Schlachtenzimmer heute in der Halbzeit beim Bundesligaspiel gegen den TV Amstetten. Präsentiert von Kyocera. Und wir brauchen wie immer zwei Freiwillige. Und heute gibt es nämlich ein richtig Sattgewinn, nämlich eine riesengroße Sporttasche von Kyocera. Die sehen wir dort bei Frank Müller von Kyocera. Der hat da, glaube ich, auch noch ein bisschen was Nettes reingepackt. So, wer möchte denn? Da hinten. Ach, so, heute nehmen wir den einen der Schritt mal ein bisschen an. In Orange. Wir sind gespannt. Gegen Angel, das ist doch ein gutes Duell. Ja. So, wir testen gleich mal. Achtung, Fan. Ja, das klappt schon mal ganz gut. So, ich bin der Tim. Bleibst du? Jenny. Hi, Tim. Tim. Ha, das kann ich ja merken. Ich habe hier noch ein bisschen Probleme mit dem Merken bei dem Spiel. So, Jenny und Tim. Drei Würfe, 15 Minuten in der Bundesliga haben wir ja mal Zeit. Das können wir ganz entspannt machen, Tim. Wir lassen die Jenny anfangen. So, nochmal. Ein Minute Unterstützung. Liebe Rettenfans. Ja. Ja, ja. Tim, auch für dich ein bisschen Unterstützung. Ja. Ist ja irgendwie immer, ne? Tim, schnapp dir das Ding, Jenny. Es geht um die preisgekrönte Kyocera-Tasche. Ja. Herr Müller nimmt die gleich wieder mit nach Hause. Ja. Es ist ja immer das Gleiche hier. So, wir gehen noch mal einen Schritt nach vorne. Jenny, ist das Stefan in Ordnung? Spielst du Anfang? Im Tor. Im Tor. Ja, das ist jetzt doof. Sie fühlen mit dem Kollegen. Ja, gut, wir haben noch ein bisschen Zeit. Jenny, los, komm! Ja. Oh, du ahnst es nicht. Das ist ja nur wieder so ein Stück. Ja. So, hören wir der Anforderung. Jenny, die ganze Crew ist da. Hau rein! Schießt sie auch noch den Deckel weg. Ja! Und der Sieger ist der Tim. Jenny, trotzdem danke fürs Mitmachen. Es gibt noch einen Schal und ein Sitzkissen. Tim, und du musst ihn in die Tasche mit nach Hause stellen. Überreicht von Frank Müller von Kyocera. Da ist er, der Gewinner. Nimmst du den Leben aus dem Verwalter und schwupp ist er weg. So, gleich geht's weiter in wenigen Minuten. Hannover, ihr merkt's, es geht gut los, aber in den 32 Minuten, da müssen wir noch ordentlich nachlegen. Viel Spaß gleich in Halbzeit 2.